Moin moin liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir starten rein in ein UFL-Fazit, was ich nach 7 Stunden für euch ziehen möchte. Ich habe gestern Abend schon um 19 Uhr Zugang zur Open Beta bekommen. Ja, die geht ja heute erst offiziell los. Das Ganze durfte ich auch schon streamen, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube, war ich da fleißig unterwegs. Und ich möchte euch heute ein kleines Fazit geben. Worauf ihr achten müsst, wenn ihr selber reinstartet, wie die größten Unterschiede zwischen EFC 24 sind, wo vor allem Vorteile sind und Ansätze sind, die ich richtig gut finde, was meiner Meinung nach aber noch definitiv general überholt werden muss und allem voran natürlich auch, wo die größten Unterschiede zum eben Primus EAFC 24 liegen. Ganz wichtig, normalerweise würde ich ungern Vergleiche ziehen, weil man das Spiel natürlich auch für sich bewerten muss, aber das ist, denke ich mal, das, was für die meisten Leute interessant ist und ich glaube, dass auch dahingegen der Input gerade sehr, sehr wichtig ist, weil ich euch ein paar Dinge mit an die Hand geben kann, die euch extrem weiterhelfen, in diesem Spiel schneller Fuß zu fassen. Deswegen, ganz wichtig, abonniere gerne den Kanal, wenn du nichts mehr verpassen willst. Plus lass gerne ein Like und einen Kommentar, um mich wissen zu lassen, was deine Meinung zur ganzen UFL-Beta ist. Die geht ja heute, wie gesagt, ab 14 Uhr für euch alle los. Ausschließlich auf den Next-Gen-Konsolen und leider Gottes nicht auf dem PC. Wir befinden uns hier gerade in einer Aufnahme von mir. Dadurch, dass es gerade Wartungsarbeiten gibt, muss ich hier mich jetzt nach und nach durchkämpfen. Das heißt, wir reden kurz über das Menü. Dann gehen wir wiederum in das Teambuilding, in Anführungsstrichen, in Ultimate-Team-Verschnitt. Und danach gucken wir uns eine Partie komplett an. Und hier sehen wir schon Folgendes, wenn ich jetzt Play drücke. Das ganze Menü sieht, sieht auf jeden Fall ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen aufgeräumter auf. Wir sind nicht ganz so überladen, das Menü funktioniert super. Jetzt schon besser als das, was wir in EAFC 24 haben. Wir haben ein simples Menü, wir haben Matchspielen, wir haben Verein, Markt, Skins, Events, Optionen. Wichtig, dadurch, dass es sich um ein kostenloses Spiel handelt, also das Spiel ist am Ende des Tages Free-to-Play, wenn es final rauskommt, haben wir natürlich auch andere Monetarisierungsmöglichkeiten und andere Arten und Weisen, wie man in dem Spiel Geld ausgeben kann. Dementsprechend gibt es dann beispielsweise Skins, wo du ein Stadion kaufen kannst, Trikots kaufen kannst, bestimmte Schuhe kaufen kannst, Handschuhe für die Keeper und. Dazu kommt natürlich auch unter dem Events-Tab beispielsweise ein Season Pass, einen kleinen und einen großen, wie wir es generell auch zum Beispiel aus Fortnite und aus anderen Spielen kennen. Und der Markt ist etwas, der sich ganz grob oder sehr stark von dem unterscheidet gegenüber FC24. Dazu aber gleich mehr. Ansonsten nehmen wir schon Bellingham von Facecam, sehr geil. Und auch Vinicius Junior sieht wirklich nicht verkehrt aus. Harry Kane müssen wir noch mal ein bisschen nachhelfen, aber auch hier ist man natürlich vom Primus EAFC natürlich extrem verwöhnt. Das muss man einfach ganz klar sagen, denn eine Sache merkt man natürlich, das hier ist eine Beta. Hier geht es primär darum, um eben den Entwicklern Feedback zu geben generell zum Spiel, ihre eigenen Ansätze vertreten und die probieren natürlich mit auch noch einer ordentlichen Kohle, so ist es nicht. Ronaldo hat jetzt zum Beispiel auch selber 40 Millionen investiert, aber mit einer Milliarden-Dollar-Firma Konkurrenz aufzunehmen. Dementsprechend sehen wir hier schon jetzt gerade mein Ultimate Team. Wir wurden hier gestern mit so ein paar Coins und so einem Kram ein bisschen zugeschissen, dass man schon ein paar von diesen, ich nenne es jetzt mal Packs bzw. Skins aufmachen kann. Und hier seht ihr schon, die ganzen Spieler haben dynamische Bilder. Das ist nicht normal, wie das Ganze funktioniert, wie sich das Ganze verhält. Dazu aber gleich mehr. Deswegen auch ganz wichtig, gebt nicht zu viel auf die Ratings. Hier geht es primär wirklich nur um das Gameplay. Da wollen sie Feedback haben. Alles andere können sie ja jederzeit anpassen. Ansonsten sehen wir aber schon ein paar sehr coole Bilder und gerade diese animierten Designs bei zum Beispiel Martinez, Rüdiger und ja, gerade vor allem bei Martinez und Rüdiger finde ich sehr cool. Und dann sehen wir hier schon ein Untertab. Wir können die Spieler nämlich leveln. In dem Moment, wo wir mit den Spielern spielen, sammeln wir Erfahrungspunkte und die Erfahrungspunkte lässt sie im Level steigen. Das sind die 5 Sterne, die jeweils über den Spieler sind. Und mit diesen 5 Sternen können wir Attribute verbessern. Jeweils gemessen daran, auf welcher Position sie sind. Das heißt, ich kann ihm beispielsweise 5 Ausdauer mehr geben, ich kann ihm mehr 5 Dribbling geben, dass er bestimmt andere Skills ausführen kann, dass er eine andere separate Position ausüben kann, zum Beispiel Sturm oder LM, dass er mehr Kraft bekommt, etc. etc. Also hier gibt es diverse Möglichkeiten, wie wir den Spieler denn auf unsere eigene Art und Weise anpassen können. Da gehe ich jetzt gerade nach und nach mal durch. Was super cool ist, weil letztendlich, je nachdem, wie ich einen Spieler spiele, kann ich ihn in den Bereich drücken, wie ich ihn letztendlich haben möchte. Wenn ich jetzt ein Vini eher über Außen spiele, dann sind mir Flanken und Passstats ein bisschen wichtiger, als wenn ich ihn im Sturm spiele, wo es dann eher um sein Positioning und beispielsweise um seine Schussstats geht. Ja, die ich dann natürlich auch nach und nach anpassen kann. Unten sehen wir auch hier unten, dass es die Möglichkeit gibt, die Skills zurückzusetzen. Und zumindest jetzt gerade hier in der Beta kann man das Ganze ohne Kosten, ohne alles, ohne Probleme letztendlich machen. So, dann kommen wir jetzt zum größten Unterschied gegenüber FC24, wenn es um Ultimate Team geht. Ihr habt gerade die Karten gesehen, die allesamt schon dynamische Bilder haben. Das sind keine Special-Karten, sondern es gibt einen globalen Markt. Den seht ihr gleich auch nochmal. Das heißt, jede Karte hat einen festen Preis. Ja,
nicht so, dass wir Packs ziehen und selber dann traden können und den Markt mit den Spielern füttern, sondern das ist wie ein Supermarkt. Ja, jeder Spieler ist für jeden zugänglich und jeder hat denselben Preis. Das, was wir aber machen, ist, dass wir Skin-Pakete öffnen können, wo dann diese dynamischen Designs, sage ich mal, drin sind, die uns dann dahingegen Vorteile verschaffen in der Art und Weise, wie schnell wir beispielsweise einen Spieler leveln und wie viele Erfahrungspunkte er sammelt, plus eben noch ein paar andere Bonis und dann natürlich der optische Aspekt, der dahinter ist. Das heißt, wir öffnen jetzt das Pack und hier sehen wir jetzt gerade, dass wir 3 Skin-Varianten haben für eben einen Spieler, der beispielsweise RM ist und das Rating 1 bis 99 hat, dann ZOM und RM und dann hier so eine Kategorisierung haben. Das Ganze können wir auf den Spieler anwenden und dann gibt es eben die spezifischen Designs, das seht ihr gleich auch nochmal. Die sind dann beispielsweise blau, lila oder gold und die sind dann eben spezifisch für einen Spieler. Das heißt, da haben wir dann eben ein spezifisches Design. Ich fange an, mich zu wiederholen, aber ihr seht es gleich. Und das kann ich dann auf den Spieler anwenden, um ihn eben schneller leveln zu können. Und das ist in Anführungsstrichen wahrscheinlich eine Monetarisierungsmöglichkeit im Spiel. Hier sehen wir jetzt gerade, es geht von Lila auf Gold. Gold ist das Höchste. Und wir bekommen Ødegaard als 90er. Wir haben jetzt nicht den Spieler bekommen. Den Spieler müssen wir erst kaufen auf dem Transfermarkt. Dann haben wir den Spieler, dann können wir den Skin anwenden. Das ist im ersten Mal ein bisschen fummelig, weil man sich so denkt, oh mein Gott, ich habe Ødegaard gezogen, super geil. Vor allem mit dieser Animation und dem Wolf im Hintergrund, super, super cool. Aber ich habe jetzt nur den Skin für Ødegaard, ich brauche erstmal Ødegaard. Das heißt, hier kämpfen alle mit denselben Mitteln. Ja, natürlich wahrscheinlich im Season Pass und allem drum und dran gibt es ja Möglichkeiten, wie man das Ganze ein bisschen wahrscheinlich auch beschleunigen kann und wie man schneller an die Coins rankommt, um auf dem Transfermarkt agieren zu können. Aber alles in allem, ja, haben alle dieselbe Grundlage, wir gehen alle denselben Weg, ja, und selbst wenn wir erstmal, vielleicht, wenn die Monetarisierung dahingegen da ist, dass wir anfangs in der Lage sind, diese Skins zu haben, bringt es uns erstmal nichts, weil wir nur die Skins haben, aber nicht die Spieler. Dann gehen wir beispielsweise auf den Transfermarkt und hier sehen wir jetzt, ein KDB kostet beispielsweise 140 Millionen oder 140,6 Millionen von diesen Coins und diesen RP Points 170.000. Ich brauche beide, damit ich den Spieler kaufen kann. Und so zieht sich das dann mehr oder weniger durch. Das Gute ist, dadurch, dass es auch kein richtiges Chemiesystem gibt, kann jeder mit jedem spielen. Und die Lizenzen von den Spielern, die sie aktuell haben, die sind halt einfach drin in der Datenbank. Und die ganzen Spieler kann man holen und alle anderen eben nicht. Das heißt, man hat keine generischen Spieler, kein gar nichts. Und die Spieler, wo ich dann eben schon ein Design für habe, wird mir das auch direkt angezeigt. So, jetzt gebe ich einmal Ødegaard ein. Finde ihn natürlich nicht, weil, ja, grüße ihn raus. Ich habe mich... ich weiß gar nicht, finde ich den gleich noch? Ich glaube, ja, oder? Beziehungsweise, ich glaube, der war auch einfach direkt bei Offensiv schon gelistet. Dadurch, dass ich das Ö nicht machen konnte, war das jetzt ein bisschen fummelig. Das ist jetzt ein sehr unglückliches Beispiel. Aber wir sollten ihn gleich bei ZOM einfach ohne Probleme finden. Davon gehe ich zumindest mal aus. Wo ist er denn? 90. Ach, da ist er doch. Siehst du? Ich hätte ihn auch sogar direkt sehen können. Dann gehe ich auf die Karte rauf, weil ich ihm die Coins habe. Mann, da oben ist er doch. Find den doch bitte. Was ist denn mit dir? So, jetzt gleich sehe ich ihn. Wo ist er? Komm! Komm, komm, geht doch. Mein Gott, so schwer kann es manchmal sein. Und dann gehe ich oben auf Spieler kaufen. Dann kaufe ich ihn, habe ihn in der Basisausführung, setze ihn bei mir ins Team. Auch hier wieder. Bestenfalls stehen die natürlich immer auf ihrer Position, die sie selber im besten Fall spielen können. Das heißt, Ødegaard müsste jetzt normalerweise ZM stehen. Ansonsten kriegt er eben Negativeffekte. Aber ich will jetzt den Skin auf ihn an. Und dann kriegt er eben den Bonus, den man hier gerade einmal gesehen hat. Dass er 100 Erfahrungen mehr bekommt, seine Energieregeneration ist 30% erhöht und Renommee ebenfalls 25 Punkte. Das sind die RP-Points, die man dann ebenfalls mehr mit ihm letztendlich bekommt. Und das ist ganz geil, weil wir können halt letztendlich, also darüber werden wahrscheinlich dann auch Events laufen, dass eben nicht nur die Bilder ein bisschen anders sind und die Animationen, sondern eben andere Bonis letztendlich vorhanden sind, wir den Spieler schneller upgraden können, es vielleicht irgendwann auch spezifische Upgrades gibt oder dergleichen und man dadurch sozusagen immer am Ball bleibt. Und ob es dann selber aber nochmal richtige Special-Karten gibt oder so ein Kram wie ein 91er Ødegaard oder ein 92er Ødegaard, das weiß ich selber nicht. Dazu kann ich erstmal per se nichts sagen. Aber ihr könnt alle Spieler miteinander spielen, ohne Probleme. Ihr seht anhand der Sterne, dass ich schon manche Spieler geupgradet habe und dann könnt ihr sie immer eurem Spielstil selber letztendlich anpassen. Und ansonsten sieht es auch im Strategiemenü, wo ihr eure Formation und eure Anweisung einstellen könnt, sehr ähnlich aus in IFC 24. Also hier wurde das Rad nicht neu erfunden. Dementsprechend würde ich einfach sagen, gehen wir doch jetzt einfach mal ins Spiel rein und schauen uns doch einfach mal an, wie das Ganze hier abläuft. Hier seht ihr gerade nochmal, wie ich an der Taktik rumfummel und mir ein 4-1-2-1-2 gerade zurechtlege.
und dann können wir gleich über die ganze Gameplay-Thematik reden. Das ist jetzt natürlich das Gegnermenü. Ihr seht immer, der Gegner ist jetzt beispielsweise in Silber 1, hat 4 Siege, einen Unentschieden, 2 Niederlagen. Das heißt, ich bin mit ihm in Anführungsstrichen in derselben Division, also hier natürlich auch, im Ranglisten-Game. Skill-Based Matchmaking ist ja ganz klar. Und jetzt dürft ihr euch natürlich nicht wundern, ich habe jetzt natürlich ein deutlich besseres Team gegenüber dem Gegner. Dementsprechend habe ich es dann auch ein bisschen einfacher. Dann haben wir mal eine Ladesequenz und dann gehen wir in-game auch direkt rein. So, müsste losgehen. Ist jetzt ein bisschen fummelig, dadurch, dass ich hier durch die Aufnahme hüpfen muss. Das tut mir super leid, aber es geht gerade nicht anders. Und nun kommen wir letztendlich zum Kern von dem, was ja die meisten Leute von euch, denke ich mal, interessieren wird. Und das ist die Art und Weise, wie sich das Spiel spielen lässt. Ich muss sagen, dass es grafisch sehr sauber aussieht. Wie gesagt, manche Playerfaces sind richtig, richtig stark, aber gerade aus der Distanz und auch die Stadien, das Ganze ist ja mit der Unreal Engine zusammengebastelt, macht einen sehr guten Eindruck und sieht letztendlich meiner Meinung nach sehr ähnlich aus wie EAFC, beziehungsweise kann sich da oder braucht sich da letztendlich überhaupt nicht verstecken. Das ist natürlich auch das Gute bei solchen Spielen, dadurch, dass wir immer eine Distanz haben zu den ganzen Spielern und zum Spielfeld, braucht man auch gar nicht mal so super viel Details. Aber jetzt gleich sehen wir einmal mit Harry Kane, wir machen das Tor, der Harry Kane jubelt, haben wir so eine relativ nette Animation. Spieler, ja, schlagen miteinander ab und dann sehen wir, die Haare sind natürlich nicht ganz so krass animiert und Harry Kane sieht jetzt nicht ganz so gut aus, wie beispielsweise eben andere Spieler. Aber alles in allem, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und primär geht es ja auch wirklich ums Gameplay und das, weswegen wir es immer wieder spielen werden, ist eben das Gameplay. Ja, das Auge ist mit bei der Grafik, keine Frage, aber alles in allem, ja, wird man das Spiel immer nur aufgrund des Gameplays spielen. Und dazu reden wir jetzt ausführlich, ausführlich, ganz, ganz wichtig. Also, folgendes. Das Spiel spielt sich grundlegend komplett anders als Ultimate Team bzw. FC24. Und das ist gut so. Ja, das fühlt sich sehr ungewohnt an und es wirkt alles etwas ein bisschen langsamer und ein bisschen unrunder. Aber ich glaube, dass das voll und ganz so gewollt ist. Wieso, weshalb, warum? Da gehen wir jetzt drauf ein. Denn was zum Beispiel schon ein ganz großer Unterschied ist, ja, hier hat ihn jetzt ein Verteidiger komplett im Stich gelassen. Was ein ganz großer Unterschied ist, sprinten dürft ihr in der Regel gar nicht. Dadurch, dass Sprinten immer sehr, 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 sehr riskant ist und ihr Sprinten nur dann machen solltet, punktuell, wenn ihr wirklich viel Platz habt, ja, ganz, ganz viel Platz, ganz viel Raum, dann könnt ihr für die Sprinttaste gehen, ist das Spiel generell langsamer. Es fühlt sich mehr nach Fußball an und allem voran braucht ihr länger von eurem eigenen 16er zum gegnerischen 16er zu kommen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Spielfeld ein bisschen größer ist und die Spieler ein bisschen kleiner sind. Das kann letztendlich täuschen wie in der Kameraperspektive, die mir, by the way, sehr, sehr gut gefällt. Aber wie ihr seht, ist das alles dadurch halt ein Ticken langsamer. Dadurch ist jede Bewegung, die ihr macht, viel, viel entscheidender. Und dadurch, dass alles etwas langsamer und etwas ruhiger ist, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, dadurch, dass alles auch so ein bisschen hakeliger ist, ja, ist das Spiel in den Animationen, ja, in der Art und Weise, wie es sich anfühlt, es selber zu spielen, viel, viel nachvollziehbarer. In den Zweikämpfen fühlt es sich so unfassbar, unfassbar gut an, einfach aus einem relativ simplen Grund, dass einfach viel weniger Bouncebacks entstehen. Sie existieren, keine Frage. Ich will nicht sagen, dass sie nicht da sind. Aber über die breite Masse hinweg gesehen, an Spielen, die ich gestern über 7 Stunden gespielt habe, fühlen sich die Zweikämpfe richtig, richtig gut an. Viel besser, als es in EFC 24 der Fall ist. Weil ich gehe in den Gegner rein, ich positioniere mich gut, er macht einen Fehler und ich habe den Ball. Und dann habe ich ihn halt auch wirklich. Nicht mit Ball springt 20 Mal weg und lande 30 Mal wieder beim Gegner. Wie gesagt, das kann mal vorkommen, weil die Physik spielt ja auch immer nochmal eine Rolle. Na, wenn der Ball ein paar Mal wegspringt und es ist unglücklich, dann ist es halt einfach so. Aber in der Regel habt ihr einfach den Ball, habt danach auch die Kontrolle und könnt dann wirklich euer Spiel aufbauen. Selbiges gilt fürs Antizipieren. In dem Moment, wenn ihr selber einen Pass spielt und euer Gegner den Ball gut antizipiert, also wo ihr den Ball wahrscheinlich hinspielen werdet, dann wird er den Ball jedes Mal fast antizipiert bekommen. Aus einem relativ simplen Grund, man hat nicht diese ganz extreme Feinjustierung in der Art und Weise, wie das Spiel einen korrigiert. Das heißt, in EFC 24 funktioniert es häufig so, das Spiel erkennt, alles klar, da wird jetzt ein Pass gespielt. Oh, da ist ein Gegner am Weg, alles klar, ich spiele den Ball, wenn die Stats stimmen, genau haarscharf an dem Spieler dran vorbei, dass er nicht drankommt, obwohl der Gegner es gerade gut antizipiert. Das heißt, jemand will aktiv verteidigen, weiß, was der Gegner vorhat, wird aber in dem Moment nicht dafür belohnt, sondern eher dafür bestraft, dass er probiert zu antizipieren. Das ist hier nicht der Fall. Antizipieren wird wirklich gut belohnt und selbiges gilt auch in der Art und Weise, wie man verteidigt. Wenn ihr Fehler macht, wenn ihr Scheiße baut, dann werdet ihr dafür auch bestraft. Also, hier ist dieses Pound for Pound, für das man gehen kann, in der Art und Weise, wie ein das Spiel belohnt und oder bestraft, viel nachvollziehbarer und viel besser gebalanced, als es bei EFC 24 der Fall ist. Das alles jetzt schon zum aktuellen Zeitpunkt.
Aber es ändert nichts daran, dass sich dadurch das Game stand jetzt, und ich hoffe, dass sie das noch hinbekommen, ein bisschen indirekt anfühlt. Teils sogar sehr, sehr indirekt anfühlt. Ja, gerade dann, wenn ihr direkte Pässe spielen wollt, und das ist meiner Meinung nach eine Katastrophe, für jemanden wie mich, der gerne direktes Fußball spielt oder direkt den Ball laufen lässt, Tiki-Taka spielen ist nearly impossible. Ihr müsst immer, bevor der Ball beim Spieler ankommt, nicht knapp vorher die Passtaste schon drücken, sondern teilweise 2 Sekunden vorher. Das heißt, auf ganz, ganz engen Raum, enge Pässe oder schnelle Pässe zu spielen, ist fast unmöglich. Die Spieler werden immer den Ball annehmen und die Ballannahmen fühlen sich auch noch sehr clunky an. Das heißt, ihr müsst euch sauber ausrichten, ihr müsst viel mit L1-Dribbling arbeiten. Das ist so eine bisschen engere Ballführung, wo er so engere Touches macht. Aber keine Sorge, das ist jetzt nicht super OP oder sonst irgendetwas. Und da muss man sich natürlich extrem, extrem, extrem dran gewöhnen. Selbiges gilt für die Pässe. Die Pässe sind deutlich direkter, die kommen deutlich mehr Schmackes, aber dementsprechend auch, ja, wie soll ich das sagen? Nicht so, dass sie aus dem Rahmen fallen. Weil, wie gesagt, wenn jemand gut antizipiert, dann klappt es. Und vor allem dadurch, dass die Bälle ein bisschen schneller kommen, muss der andere Spieler den Ball fast immer noch annehmen. Und dadurch dauert das alles ein bisschen länger. Ja, es vergeht mehr Zeit, wenn man den Ball richtig laufen lassen möchte. Und dadurch habe ich momentan noch das Gefühl, dass sich eben Verteidigen einfacher anfühlt als Angreifen. Ja, es gibt diverse Skills. Ich mache sie noch nicht ganz so häufig. Die meisten Skills funktionieren von der Steuerung genauso wie eben in IFC 24. Und das macht auch Sinn, weil die meisten Skills sind ja sehr intuitiv umgesetzt. Das, was ich am rechten Stick mache, wird dann ja meistens auch auf dem Bild wirklich dargestellt. Wenn ich ein Roulette mache, mache ich vorher diesen Halbkreis. Das heißt, die Bewegung, die der Spieler ausführen wird, setze ich mehr oder weniger vorher am Controller um. Das ist super intuitiv. Das hat EA sehr gut über die Jahre hinbekommen. Und das haben sie auch sehr gut adaptiert. Aber manche Skills, zum Beispiel auch ein Roulette oder andere Sachen, fühlen oder brauchen so lange, bis sie wirklich nach der Eingabe umgesetzt werden, dass sich das sehr, 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 sehr clunky und sehr indirekt dadurch anfühlt. Und das ist super schade, weil, wie gesagt, unter guten Bedingungen hat sich das Game sehr gut spielen lassen. Es hat Spaß gemacht. Ich verstehe die Ansätze und ich weiß, wo die Reise hingehen soll. Und ich glaube, dass für Leute, die eher so einen Spagat sich wünschen zwischen EAFC und E-Soccer oder ehemals PES, dass die hier richtig, richtig, richtig sich pudelwohl fühlen wollen oder pudelwohl fühlen werden, wenn das Spiel dann nach und nach sich weiter in die richtige Richtung entwickelt. Und vor allem mit den Ansätzen, wie das mit den Skins funktioniert und wie man die Spieler leveln kann und alles drum und dran. Und dass man auch seine eigenen Spieler wirklich verbessern kann, die auch ein bisschen schwächer sind, ist super cool. Aber der entscheidende Punkt ist, dass natürlich das Gameplay immer kriegsentscheidend dafür ist, wie eben die Leute das Spiel letztendlich spielen werden und ob sie es gerne spielen werden oder nicht. Und hier wird sich auch sehr schnell rauskristallisieren, welche Sachen halt zum Beispiel noch zu stark sind und welche man balancen muss. Und auch hier wieder traue ich Ihnen zu, dadurch, dass wir nicht einen jährlichen Rhythmus haben wie bei EAFC 24, wo dann jedes Jahr irgendwie ein neues Game rauskommt und dann ein paar Sachen angepasst werden, sondern wir haben die Basis, von der aus immer weiterentwickelt wird. In der Closed Beta sollen sie gefühlt täglich Patches gebracht haben. Wie gesagt, jetzt gerade sind auch Serverwartungen. Das heißt, ich komme selber in-game nicht rein, weil die gerade auch schon wieder wahrscheinlich Sachen anpassen. Das ist halt richtig nice. Denn Finesse-Shots zum Beispiel sind momentan eine Katastrophe. Finesse-Shots, wenn die Leute checken, wie gut Finesse-Shots sind, wird das ein absolutes Finesse-Shot-Massaker. Und das aus allen erdenklichen Bereichen. Ich selber gehe da nicht unbedingt drauf. Ich will einfach ganz normal Fußball spielen und probiere immer wieder mein Tiki-Taka-Spiel aufzusetzen. Wie gesagt, das ist sehr schwierig und da muss man sich definitiv dran gewöhnen. Aber wenn man dann mal ein 16er kommt und auch letztendlich zum Schuss kommt, fühlt es sich aber eigentlich ganz gut an. Manchmal ist der Schuss noch ein bisschen sehr schnell und ich check nicht so ganz, wann der Ball gefühlt mit 700 km/h reingeht und wann eben nicht. Aber was auch ganz krass ist, sind teilweise die Keeper. Hier gibt es wieder Keeper-Movement, was bei weitem nicht so wild funktioniert wie ein EAFC 24, sondern was sich davon ein bisschen differenziert. Das heißt, dann, wenn ihr den Keeper sauber bewegt, werdet ihr dafür belohnt. Dann, wenn ihr den Keeper scheiße bewegt, habt ihr komplett verloren. Das ist bei EAFC 24 nicht so. Schon häufig drüber geredet. Wird aber auch nochmal ein Video zu kommen. Aber hier kann man mit Keeper-Movement sehr, 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 sehr viel rausholen und sich selber natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, den Arsch retten, was auch ein Gegner einmal hinbekommen hat. Ich glaube, ich habe 12 Mal aufs Tor geschossen, der hat den Keeper mal sehr gut gemoved, überwiegend, und ich habe dann 1-0 verloren und ich kam gar nicht klar. Gar nicht, gar nicht, gar nicht klar. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen, aber alles in allem, nur mal, dass man weiß, dass diese Mechanik auch beispielsweise vorhanden ist. Sachen wie Time Finish oder Player Lock gibt es Stand jetzt nicht. Und wo ich es gerade sehe, wegen Player Lock, weil das dann ja auch immer mit dem Movement der Spieler einhergeht, was mir auch sehr gut gefällt oder deutlich besser gefällt als im EFC 24, was mir so ein bisschen FIFA 17 Vibes gegeben hat, sind teilweise die aggressiveren Laufwege der Angreifer.
Das heißt, die Angreifer bewegen sich deutlich intuitiver. Ihr müsst die Spieler teils weniger schicken. Trotzdem müsst ihr mit L1 und R1, also mit Spieler schicken und Spieler ranholen, definitiv viel arbeiten. Einfach, um euch auch immer wieder Platz zu verschaffen. Hier, Bellingham, ganz komische Animation gemacht, wo ich sprinten wollte. Hab's dann komplett verkackt. Super ärgerlich. Hab den Ball danach aber wieder. Und dann sehen wir gleich, ich habe den Spieler, seht ihr das, den Run, den er jetzt Vini gemacht hat? Der hat sofort von sich aus gesehen, da ist eine Lücke, da laufe ich jetzt rein. Diese aktiven Runs in der Offensive, die irgendwie seit neuestem in EAFC gar nicht mehr funktionieren oder seit ein paar Jahren gar nicht mehr vorhanden sind, weil die Spieler, wenn du sie nicht manuell dahin schickst, durch beispielsweise dann Creative Runs und oder durch Player Lock, wahrscheinlich haben sie es bewusst so gemacht, um da eben Skill Gap zu schaffen, erschließt es das Spiel deutlich, deutlich besser. Und wie gesagt, von den Animationen her und allem drum und dran, hier in den Nahaufnahmen finde ich es wirklich ganz nett. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze letztendlich weiterentwickelt. Denn eine Sache muss man ganz ehrlich sagen. Der große, 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 große Punkt, weswegen es so unfassbar wichtig ist, dass das Spiel eben ein bisschen hakeliger ist. Und das hätte ich gerade schon viel früher erwähnen müssen. Es tut mir super leid, dass ich da jetzt erst drüber rede. Aber das ist meiner Meinung nach nochmal ein Punkt, den man auf jeden Fall ansprechen muss. Ganz am Ende dann hier. Dass das Ganze ein bisschen hakeliger ist, hat einen großen Vorteil. Wobei, ich habe es eingangs erwähnt. Man hat nicht diesen Clusterfuck an Rien-Animation. Wie gesagt, Bälle springen 20.000 Mal hin und her. Der Spieler nimmt den Ball mit dem Knie an, mit der Brust an, mit dem Kopf. Und der Ball, also vom Kopf auf die Brust, dann aufs Knie, dann mit dem Fuß. Und das sind so Dinge, die du allesamt nicht steuern kannst. Das hast du hier nicht. Ne? Der Ball, also die Animationen sind deutlich eingeschränkter, aber dadurch hast du deutlich weniger random Stuff. Du kannst viel besser antizipieren, was als nächstes passiert, wie der Spieler den Ball annehmen wird, wie du damit umgehen kannst, um dementsprechend deinen Angriff auch besser planen kannst. Um nicht dieses, ja verdammte Scheiße, warum hat er den Ball jetzt so angenommen, jetzt habe ich verkackt. Ne? Das kommt hier so gut wie gar nicht vor. Klar, der Unterschied natürlich zwischen den Bronzespielern, mit denen ihr erstmal anfängt, und den Goldspielern ist crazy, crazy, crazy. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir natürlich auch in EAFC 24 durchgängig momentan mit 90-Plus-Spielern am Spielen sind. Und da ja selber auch am absoluten Maximum unterwegs sind. Ne? Das heißt, sobald jetzt FC 25 wieder rauskommt, sieht das ja auch wieder anders aus, wenn die Spieler weniger Playstyles haben, wenn die Spieler wieder generell langsamer sind und, und. Das wird sich hier natürlich auch alles nach und nach entwickeln, so ist es nicht. Aber das, was ich abschließend auf jeden Fall sagen kann, diese Beta hat Potenzial. Spielt sie, gebt ihr eine Chance. Mehr als ein oder zwei Spiele. Wartet darauf, dass ihr auch ein paar bessere Spieler habt. Und spielt es einfach. Ja, genießt es, gewöhnt euch daran und gebt dem Ganzen eine Chance. Ihr wollt immer, dass sich Sachen ändern. Ihr wollt, dass es Konkurrenz gibt. Hier ist sie, aber dann müsst ihr der Konkurrenz auch einfach eine Chance geben. Das alles ist meiner Meinung nach ganz, 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 ganz wichtig. So, dann seht ihr jetzt nochmal ganz kurz, wie ich hier wieder ins Team reingehe. Und hier nochmal kurz ein paar Kleinigkeiten, sage ich mal, durchgehe. Und ja, ich bleibe dabei als abschließendes Fazit. Ich bin positiv überrascht von der Beta. Es gibt Dinge, die gefallen mir noch gar nicht. Wie gesagt, es fühlt sich teilweise ein bisschen zu indirekt an. Gerade das mit den direkten Pässen ist sehr, sehr nervig. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie man auf engem Raum sich gut bewegen oder gut dribbeln soll. Das funktioniert alles auch noch nicht so ganz, weil es eben, wie gesagt, dahingegen sehr, sehr indirekt ist. Aber die Art und Weise, wie die Pässe gespielt werden, wie sich die KI bewegt, wie die Idee hier hinter dem Markt steckt und die Art und Weise, wie man die Spieler letztendlich upgraden kann und wie denn auch die Design Center sind, finde ich vom Ansatz her richtig, richtig, richtig cool. Ansonsten die Art und Weise, dass es eben weniger Bounce-Backs gibt, dass das ganze Spiel langsamer ist, nachvollziehbarer ist in vielerlei Hinsicht, finde ich auch sehr, sehr gut. Es ist schwer, ihr werdet fürs gute Spielen belohnt, aber fürs schlechte Spielen auch schnell bestraft. Und das ist eine Fallhöhe, an die man sich einfach gewöhnen muss. Deswegen würde ich momentan behaupten, dass eben die Spieler, die sich oder die gut das Spiel spielen und schnell lernen, dass die überwiegend sehr viele Spiele gewinnen werden. Und Spiele, die dann natürlich auf Messerschneide sind, sind unfassbar, unfassbar anstrengend, weil eben beide Parteien sehr gut im Spiel unterwegs sind und ihre Stärken und Schwächen sauber ausspielen können. Hier sehen wir nochmal den Ødegaard, den wir eben gerade gezogen haben. Ja, so funktioniert das alles und so sieht das denn aus. Also, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, worauf ihr achten müsst, was man verstehen muss und wie das ganze Game funktioniert. Also, checkt gerne den Stream ab, twitch.tv/Stian. Bis dann, haut rein. Peace, peace. See ya.